Zur Weihnachtszeit sind ja Kerzen, Sternspritzer oder Laternen in den meisten Haushalten Fixstarter. Leider sind sie momentan aber auch oft Feuerstarter und für eine steigende Zahl an Wohnungsbränden verantwortlich. Wir haben uns angeschaut, was Sie tun können, um Brände zu vermeiden und was zu tun ist, wenn es bereits brennt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Das wünschen wir uns alle. Wer aber nicht vor der Tür stehen sollte? Die Feuerwehr. Laut Salzburger Zivilschutzverband vervierfacht sich die Wahrscheinlichkeit eines Wohnungsbrandes in der Adventszeit. Tatsache ist, dass in Österreich 500 zusätzliche Brände in der Weihnachtszeit entstehen und das sind zu viele, das sind etwa 30 in Salzburg. Die Brände entstehen dabei meist durch Unachtsamkeit, Risikounterschätzung und unsachgemäßen Umgang mit offenen Flammen. Die entstehenden Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius werden oft unterschätzt. Diese Strahlungswärme kann aber bereits im Abstand von mehreren Zentimetern Vorhänge, Gestecke, Servietten und Co. in Brand setzen. Vor allem die Christbäume und Adventskränze trocknen über die Zeit aus und je dürrer die Zweige sind, desto höher ist die Brandgefahr. Brennende Kerzen sollten daher niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, auch nicht nur für einen kurzen Moment. Weitere Tipps sind, einen Weihnachtsbaumständer benutzen, den man mit Wasser befüllen kann, Kerzen immer mit genügend Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien aufstellen oder gleich auf elektrische Beleuchtung umsteigen, hier aber unbedingt auf gute Qualität achten. Wer nicht auf das Licht echter Kerzen verzichten mag, dem sei geraten, zumindest einen Kübel Wasser griffbereit zu haben oder noch besser einen geeigneten Feuerlöscher. Da wäre halt gut, wenn es kein Pulverlöscher ist, weil der wirklich sehr viel Mist macht, wenn man den in der Wohnung ausbläst. Also ein Wasserlöscher oder ein Schaumlöscher wäre ideal für zu Hause. Oder zumindest eine Löschdecke, dass ich ein Adventgesteck ablöschen kann, das wäre ideal. Damit man im Notfall weiß, was zu tun ist, unbedingt vorab informieren, wie der Feuerlöscher zu bedienen ist. Manche Feuerwehrdienststellen oder Firmen bieten auch Schulungen an, bei denen man erfährt, welche Feuerlöscher es gibt, für was sie geeignet sind und wie man sie richtig verwendet. Auch ein Rauchwarnmelder verringert das Risiko einer unbemerkten Brandausbreitung. Denn wenn es einmal brennt, geht es um jede Sekunde. Also wenn bei uns ein Notruf einläuft, dann wird die zuständige Feuerwehr alarmiert und die Feuerwehr braucht halt dann eine Zeit, weil wir haben ja ein freiwilliges Feuerwehrwesen in Salzburg und bis die Feuerwehrleute von zu Hause dann in die Feuerwehr kommen, sich dort umziehen und dann erst zu dem Einsatzort hinfahren, da vergeht irrsinnig viel Zeit und unter 10 Minuten ist meistens keine Feuerwehr vor Ort. Wichtig, auch wenn man selbst das Feuer gelöscht hat, immer die Feuerwehr zur Nachkontrolle rufen. Neben der erhöhten Brandgefährdung bei Verwendung von offenem Feuer steigt aber auch die Gefahr von Brandverletzungen. Ich würde es empfehlen, immer mit handwarmem Wasser zu kühlen, also auch nicht mit kaltem Wasser, sondern mit lauwarmem Wasser und gegebenenfalls zu verbinden. Wenn man einen aluminisierten Wundverband hat, dann diesen verwenden und sonst eine ganz normale sterile Kompresse. Der Salzburger Zivilschutzverband rät dazu, sich gut mit dem Thema Brandverhütung auseinanderzusetzen, damit die Weihnachtsfeier nicht zum Weihnachtsfeuer wird. Dann ist man auf der sicheren Seite, weil die Gefahr ist ja nicht nur Weihnachten, es gibt auch andere Umstände und Vorsorgen ist besser als Nachsorgen. Schließlich steht auch Silvester vor der Tür und der ein oder andere Wintermuffel freut sich bestimmt auch schon wieder auf das erste Grillen.